Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es wieder mal was zu testen. Und zwar gibt es heute ein Holzfeuchte-Messgerät, womit ihr aber nicht nur Holzfeuchte messen könnt. Das Gerät gucken wir uns jetzt mal genauer an. Und am Ende gibt es auch wieder was zu gewinnen. Und was ihr dafür tun müsst, sage ich euch am Ende des Videos. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Los geht's. Jetzt schauen wir uns das Gerät mal etwas näher an. So sieht das Gerätchen aus. Mit dabei in der Packung ist das Gerät, eine Bedienungsanleitung, die ist unter anderem auch auf Deutsch und ein Päckchen Batterien. Das ist das gute Gerät. Ich mache es erstmal fertig zum Einsetzen. Ich lege erstmal die Batterien rein. Das war es auch schon. Den Displayschutz mache ich ab. Ich habe hier nur zwei Tasten dran. Zum einen die Einschalttaste und die Hold-Taste kombiniert und die Materialtaste. Hier vorne habe ich durch eine Kappe geschützt die Spitzen. Ich schalte das Gerät mal ein. Jetzt habe ich hier das Display, das ist beleuchtet. Und hier, wie gesagt, habe ich die Materialtaste. Hier kann ich von 1 bis 7 kann ich die Materialien durchschalten, die ich da testen möchte. Jetzt gucke ich mal gerade in die Anleitung. Also in der Anleitung steht auch drin, für welche Materialien diese Messungen geeignet sind. Ich habe die Materialtaste 1 und die Materialtaste 2, also Stufe 1, Stufe 2. Die sind beide für Holz. Die Stufe 1 ist für Buche, Fichte, Lärche, Birke, Kirsche und Nussbaum. Da ist der Messbereich 8,5 bis 60%. Und beim Material 2, das ist Eiche, Kiefer, Ahorn, Esche, Douglasie und Eukalyptus. Da ist der Messbereich 6,8 bis 53,4%. Dann kann ich aber auch in Gebäuden Messungen vornehmen. Und zwar habe ich einmal die Möglichkeit, Zementmörtelschichten und Beton zu messen. Dann wasserfreie Gipsmörtelschicht, einen Zementmörtel, einen Kalkmörtel, Gips und Ziegelstein. Ganz interessant, wenn man vermutet oder man weiß, dass man feuchte Wände hat im Keller. Das kann man auch mit diesem Gerät messen. Wie funktioniert das? Ich stelle halt mit der Materialtaste das Material ein, was ich gerne messen möchte. So, jetzt messe ich zum Beispiel mal das Brandholz. Da habe ich hier zwei Stücke liegen und zum einen ist das hier, ja, Tanne müsste das sein, oder nee, Birke ist das, Birke. Das ist Birke und das müsste ein Stück Buche sein. So, dann gucken wir in die Liste, was ich einstellen muss. Buche und Birke ist beides
das Material 1. So, und dann gehe ich einfach her, stecke das Gerät hier rein und habe dann eine Messung. Ich hoffe, man kann es sehen. Da habe ich jetzt eine Holzfeuchte von 11,9%. Und das ist auch farblich hinterlegt, diese Messungen. Bei Grün, das ist in Ordnung, das ist sehr niedrig feucht. Wenn es etwas feuchter wird, dann wird es orange. Und wenn es sehr feucht wird, dann wird es rot. Man sollte allerdings mehrere Messungen am Holz oder am Material vornehmen, an mehreren Stellen, damit man eine zuverlässige Messung durchführen kann. So, ich mache also noch mehr Messungen hier in dem Holz. Ich habe also hier 11,2. An dieser Stelle 10,9. Und vor Kopf 12,4. Und hier an den Seiten 12,8. So, und da muss man sich halt einen Durchschnitt bzw. Mittelwert ausrechnen. Bei der Birke das gleiche, die dürfte sehr trocken sein, weil das Stück sehr, sehr leicht ist. Was geht? Da kann man es schon sehen. 16,6 und da wird auch das Display schon orange. Jetzt messe ich einfach in der Seite mal. Da habe ich auch 16,5, 16,4. Und hier vor Kopf 14,68. Ja, je nachdem, wie ich es halte, 14,4. Dann habe ich hier ein normales Stück. Ja, das dürfte auch Fichte sein. Und wenn ich da hier einfach mal so reinstecke, das ist so trocken, das habe ich schon seit ewigen Zeiten hier im Keller liegen, da zeigt er mir schon gar nichts mehr an. Ich habe aber Folgendes gemacht, ich habe an einer Stelle eben mal ein bisschen Wasser drauf gesprüht, das ist allerdings schon eine Stunde her und da zeigt er mir 15,5% an. Und hier ein Stück weiter, da zeigt er mir wieder Low an, weil es da zu trocken ist. Ich kann das auch hier nochmal demonstrieren. Wenn ich jetzt hier mit den Fingern dran gehe, habe ich halt hier 18,5, ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, diese Messung, aber wenn ich mir die Finger jetzt nass mache, dann seht ihr schon, wie das Display auch hochgeht auf über 40% und da die rote LED schon angeht, also die rote Hintergrundbeleuchtung. Wofür ist das wichtig? Ja, bei Brandholz zum Beispiel, das sollte also nicht zu feucht verfeuert werden. Nagelt mich da jetzt nicht fest, ich weiß jetzt nicht auswendig, was Brandholz für eine Feuchte haben muss, aber ich denke, das sollte genauso wie im Möbelbau irgendwo bei, weiß ich, 9 bis 12% oder so liegen. Nur geschätzt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn es andere Werte sind, wie die denn sein sollten. Ich gucke noch mal, ob ich hier an der Betonwand eine Messung vornehmen kann. Dazu muss ich natürlich erstmal umstellen auf Beton. Und da haben wir hier das Material Nummer 3. Und dann messe ich mal hier. Aber der ist so trocken, da gibt es nichts zu messen. Ah doch. Ja, 1,3%. Ja, wie gesagt, ich kann
die ganzen Messwerte, die ich habe, wenn ich jetzt verschiedene Messungen mache, dann kann ich hier mit der H, mit der Hold-Taste, kann ich den Wert festhalten und kann den anschließend auch abrufen. Für den Möbelbau ist es natürlich auch ganz interessant, wenn das Holz nicht allzu feucht ist. Und ganz interessant, ich habe hier bei der Multiplex-Platte von der Werkbank habe ich eine Feuchte von 11,5%. Ob das jetzt vergleichbar ist mit irgendwelchen Profi-Messgeräten in Sachen Holzfeuchte, das mag ich nicht beurteilen. Aber ich denke, so als Peileisen kann man das Gerätchen sicherlich brauchen, vor allen Dingen für den Preis. Ich blende euch mal den aktuellen Preis ein, der zur Erscheinung des Videos gilt. Von Amazon, die Geräte von Tessmann, die werden in der Regel über Amazon vertrieben. Ja, und ich denke, da kann man für den Preis, kann man das schon gelten lassen. Und da kann man sich ruhig mal so ein Gerät hinlegen, wenn man zum Beispiel einen Kamin hat und da Holz verfeuern möchte oder auch mal einen ungefähren Anhaltspunkt haben möchte, wie feucht ein Holz ist, bevor ich es verarbeite, zum Möbel verarbeite. Ich denke, dafür sind die Geräte recht gut. Und wie gesagt, vor allen Dingen für den Preis. Wenn ihr Bock habt auf so ein Gerät, ich habe eins noch zum Verlosen und schreibt mir unter dem Video einen Kommentar, was ihr zum Gerät sagt, was ihr von dem Gerät haltet. Und unter dem Hashtag Holzfeuchte schreibt mir den Kommentar da rein und wir werden nach 14 Tagen sehen, wer das Gerät zugeschickt bekommt. Das Spiel läuft ab Ausstrahlung des Videos 14 Tage. Damit bin ich auch schon am Ende der Vorstellung angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und über das ein oder andere Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Denkt daran, ein Abo ist immer kostenlos, aber niemals umsonst. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.